Also erstmal Kaffee, schwarzer Kaffee, ganz wichtig. Nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch ausreichend. Dann sicherlich meine mobilen Endgeräte. Und last but not least befürchte ich, dass ich nicht mehr arbeiten kann ohne jemanden, der mir fortlaufend sagt, wann und wo ich zum nächsten Termin, zum nächsten Meeting erscheinen muss. Auch wenn es sich möglicherweise wie eine Floskel anhört, ich glaube, dass Glück immer dann passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und das Schöne ist, dass man beides sehr stark beeinflussen kann, sowohl die Vorbereitung als auch die Gelegenheit. Ich befürchte fast, dass der Satz, den meine Kolleginnen und Kollegen von mir am häufigsten hören, der ist, kann ich das heute noch bekommen? Was nicht unbedingt für mich spricht. Also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, dass man sich als Führungskraft nicht allzu wichtig nimmt. Ich habe dementsprechend eigentlich in allen meiner beruflichen Stationen versucht, Kolleginnen und Kollegen um mich herum zu versammeln, die allesamt schlauer und klüger und fachlich besser waren als ich. Und ich denke, das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich früher sehr viel Zeit in den USA verbracht habe und immer noch gerne dorthin zurückkehre, um wirklich gute Freunde zu besuchen. Und möglicherweise werde ich das im Verlauf des Jahres noch tun können. Kurzfristig betrachtet hoffe ich, einmal mehr nach Ibiza zurückkehren zu können. Also zumindest in Europa ist Ibiza eigentlich der Ort, wo ich am liebsten freie Zeit verbringe.